Mensch, aber irgendwie auch nicht. Das ist schlimmer, Leute. Das ist schlimmer als du, Jan. Ich will das jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht. Nee, wir müssen das draußen machen, bitte. Draußen. Nein. Lass mich noch vor. Komm zum Strahl, ist erst einmal. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir Wähle, wer das ist. Hi. Hey. Es wird richtig krass. Mama war richtig fett, überall einkaufen, hat eklige Sachen geholt. Gibt es noch leckere? Ich glaube schon. Ach, perfekt, das ist schön, dass du es glaubst. Ihr kennt das Prinzip. Wir haben jeder Lose vor sich, jeder aus seinem eigenen Namen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit der ersten Runde an, oder? Ja. Aber wir dürfen uns nicht absprechen, richtig? Lass mal Ash nehmen. Ash? Ja, Ash. Also hier ist etwas. Sucht sich jeder ein Los raus. Ja. Ich kann mir nur Feinde machen, glaube ich. Eins, zwei, ja, nein, schon, drei. Guck dir ein bisschen. Es nimmt alle drei, mich ist das eins, scheiße. Eins, zwei, nein. Drei. Ich hab nicht dich. Ich hab Ash. Ich hab Chris. Zwei, zwei. Muss Ash das essen jetzt? Ja. Okay, aber es ist nichts Schlimmes, kann ich dir sagen. Wachteleier. Weißt du, was es ist? Wachteleier. Haben wir nicht mal gegessen? Nein. Eigentlich ein Ei, nur halt in klein. Aber schmeckt doch wie Ei. Schmeckt doch wie ein Ei. Und von was ist das für dich von dem Hund? Wachtel. Was ist das für Tiere? Ungefähr. Kleines Huhn. Die kann man essen. Ja, die gerne. Auch die Wachtel oder nur die Eier? Ash stellt die wichtigen Fragen. Die Wachtel habe ich noch nie gegessen, aber das ist ein normales... Moin. Hi. Was ist denn hier? Ein normales Ei. Man kocht das halt. Schmeckt, schmeckt es ja auch wie Ei, wie Hühnerei. Auch Mango, ich dachte, das ist irgendwas Ekliges. Wachteleier. Und? Geht doch, ne? Ja, geht. Ja, next. Da knistert irgendwas. Ja, es knistert. Das heißt, etwas. Es könnte vielleicht sogar gut sein. Warte mal. Ah, ich kann mich nicht selber wählen. Das, was da drunter ist, kenne ich aus einem Film. Noch nie gegessen. Alles klar. Eins, zwei, drei. Wer hat wen? Was habt ihr? Zwei, zwei. Also. Wie machst du denn Schere, Stein, Papier? Heute so. Nein. Also ich muss das noch, ich kenne das nicht. Corn Dogs. Hä? Ja. Das ist lecker. Das ich. Also wir haben die nicht mit Fleisch gegessen. Das ist auch nicht mit Fleisch, das ist unechtes Fleisch. Was? Vegetarisch? Ja, steht da. Guck gib mal, her. Bitte. Ich hätte dich doch gerne. Ich habe einen Schnopf gemacht. Aber muss man die nicht vorher noch irgendwie braten oder so? Nein, du kannst sie backen. Wie? Waren die tiefer? Ja. Oh. Also nein, die muss man nicht, einfach essen. Wo hast du die her? Ja, aus dem Asialaden. Die brauchen wir auch. Ich sehe uns da schon nächste Woche. Die könnt ihr haben. So. Ich dachte, die gibt es immer nur so auf Jahrmärkten manchmal. Ich glaube, so selten, aber die sind lecker. Die sind echt lecker. Die aber wenn man die jetzt braten muss oder wahrscheinlich frittieren eher. Ja. Kannst du vielleicht backen sogar. Ich weiß es nicht. Aber das ist cool. Die gibt es auch mit Käse in drin. Mhm. Also so auf Jahrmärkten. Wer von euch kennt Corn Dogs? Das ist so vegetarische Wurst. Das ist lecker, aber. Ja, ja, klar. Doch, doch. Schmeckt das riecht so nach richtiger Wurst und nach hinten. Das riecht ein bisschen süßlich. Ja, genau. Aber das ist schmeckt ja voll geil. Wer bekommt die restlichen Dinge? Hier alle, könnt ihr haben. Oh, doch, das könnte gut sein. Schmeckt oder? Aber warm wahrscheinlich. Ja, ja, warm, klar. Warm aber essen. Das ist geil. Nächste Sache kommt. Ich habe Angst. Ja, würde die also ich würde auch Angst haben. Okay, dann ändere ich meinen Namen. Hallo? Hör auf, deinen Zettel einzuzeigen. Ja. Okay. So, okay, eins, Mann. Zwei, drei. Oh, was ein Zufall! Ich hatte. Was ist das? Ich will's, stopp, ich will's nicht wissen. Du kannst es ruhig sagen, aber ich will's nicht wissen. Sag, ich will's echt nicht wissen. Nach was sieht es aus? Ich will nicht wissen, was das ist. Ich kann ja nicht sagen, wonach es aussieht. Das ist so schlecht. Das sieht aus wie ein Fisch. Das riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Barbecue oder sowas. Hast du ja, gesagt, was das ist? Nein. Dann sag kurz, ich mache Augen, ich will das nicht wissen. Also, ich weiß nicht, was für ein Pferdekuchen sein. Es ist kein Kuchen, nein. Das sieht richtig schleimig aus. Du hast kein Fleisch, oder? Nein. Hä? Wie? Was ist das denn? Ist das safe irgendein Fisch? Nein, auch kein Fisch. Das ist auch gar nicht so schlecht. Was soll es noch sein? Das ist vegetarisches Hähnchen. Also eher Tofu. Es sah also aus wie das Würstchen gerade eben. Ja, genau, das ist so auch so gepresst in der Form, wie so ein Hähnchen halt, ne? Aber es ist Tofu.
Das wäre irgendwas eklig. Es sieht aus, als ob es irgendein widerliches irgendwas wäre. Also dieses Hähnchen hat wirklich, also das ist auch so in der Form gepresst gewesen. Guck mal, das ist im Grunde wie ein Hähnchen. Nee. Guck mal hier, Bein, Flügel. Bestes Beispiel für, dass nicht alle vegetarischen Sachen lecker sind. Ich habe schon meinen Kandidaten. Oder meine nächste Kandidatin. Runde. Nicht gucken. Nicht gucken. Das ist krank, ja. Ich muss dich irgendwie jetzt retten, warte mal. Ich muss gucken, dass es 2-2 steht. So. 3, 2, 1! Ja. Hä? Schon wieder auf jeden Fall. Das wollen wir für dich nicht. Stopp! Weißt du, ich verliere nicht. Ja, was ist das aber bitte? Also, ja, das weiß ich auch. Das sind Nudeln. Ja, aber. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind solche Nudeln aus, also das sieht aus wie eigentlich eine rote Beete, aber eigentlich sind es, glaube ich, eher Kartoffeln, oder? Ich finde da eine schöne Basilikum. Ja. Toll. Würde ich sagen, könnt ihr beide probieren. Ich dachte für einen kurzen Moment, es ist ein Fruchtgummi oder so. Achso, ja, nee. Schmeckt normal. Oder? Ja, nach Nudeln. Also ich schmeck das Kartoffelnudeln jetzt oder so? Ja. Das schmeckt nach Nudeln. Weizen. Okay, ja, ab in die nächste Runde. Nudeln, glaub ich. 3, 2, 1. Lass! 3, 2, 1 und. Wer? Nein! Oh. Das ist das Schlimmste. Das ist doch Durian, oder nicht? Ist es Durian? Ist es eine stinkende Frucht? Ja. Da müssen wir alle rauslaufen jetzt, weil das stinkt. So. Aber gefroren dürfte sie noch okayer sein vom Gestank her. Sicher? Nö. Max, es stinkt! Das riecht nach Zwiebeln mit Mett. Nein, das ist noch schlimmer. Stellt euch Zwiebeln! Bis hier hin! Was? Nein, das stinkt wirklich. Das ist total pervers, ehrlich gesagt. Also wir müssen die Fenster aufmachen. Oh, das stinkt bis hierher! Stellt euch mal so Mett oder sowas vor. Die Nase ist jetzt frei. Wie abgelaufen ist Mett vielleicht. Ja, okay, aber trotzdem, es riecht so ein bisschen zwiebelig. Aber schmeckt er auch ein bisschen zwiebelig. So, Mama, du hast das Glück. Also Ashley geht schon mal. Er steht nicht. Kotzen. Er braucht frische Luft. Ey, ich kann sowas nicht riechen, ne? Nein, aber. Ich muss es noch essen! Ja, los. Ich muss es ja nicht nur riechen. Gibst du mir eine Gabel? Platz, bitte, ich kann das. Wo? Kannst du schnell eine Gabel? Aber wie Nase, kann man sowas. Es riecht das nach Benzin! Nein! Das hat so einen leichten benzinigen Geruch tatsächlich. Warte, Leo, komm mal her. Guck mal, wie das aussieht. Das kann man gar nicht essen. Hier. Ey, lass mal Leo kurz drin riechen. Kein Scherz. Nein, ich auf den Tisch. Er isst das gleich. Hä? Riecht gut? Oh, nee, warte mal. Das kann sie war schlecht? Weißt du, sagst, sie war doch nicht so matschig. Das ist tiefgefroren. Tiefgefroren ist alles matschig, wenn es auftaucht. Ich erlöse euch kurz. Ja, passt. Hast du gegessen? Ja, komm, ist das so schlimm? Zwiebeln. Ja, zwiebelig, ne? Nur durch den Bund. Das restliche Video müssen wir mit offenen Fenstern aufnehmen. Ja, also du kannst den Rest gerne wieder wegpacken, bevor du auskotzen gehst. Das ist ganz schlimm. Das ist schlimm. Das ist das Schlimmste. Ich krieg Gänsehaut vom Geruch, nicht vom Geschmack. Also stinken. Erst macht die Fenster auf. Stinken tut sie schlimmer. Oh, Luft. Oh. Luft. Das ist furchtbar, wirklich, glaubst du. Also erst kümmert sich darum, dass gerade alle Fenster aufgehen. Damit könnte man ehrlich das in den Klassenraum so reinholen. Nimm mal zur Schule mit morgen. Das ist ein Anschlag. Nee, es kommt, glaube ich, schlimmer als. Es stinkt immer noch irgendwie vergammelt oder so. Noch schlimmer. 3. Ja. 2. Warte, Ash ist noch nicht bereit. 1,5. 1,4. 1,3. Wie lange zählst du dann? Und Zettel hoch! Ja. Nein! Genau's. Warum? Wieso Marie schon wieder? Ja. Wisst ihr, was das ist? Das sieht man doch, das ist Thaddäus. Es sind Baby-Oktopusse. Also Baby-Oktopusse. Ja, das sind kleine Babys. Kriege ich nachher irgendeine Meereskrankheit davon? Das sollte man eine Babyschildkröte ist. Warum kauft man sowas? Kann man das sehen? Mein ganzer Körper hat mich gesorgt. Süß. Einfach weil ich mich ekel. Hey, stopp nicht so schnell, Leo. Die sind ganz, ganz klein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Oktopus und Tintenfisch? Tintenfische sehen anders aus. Tintenfische sind so längliche Körper und dann ganz, ganz viele von diesen, ne? Hä, die könnten Tinte schießen, oder wie? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Das sind kleine Babys. Das ja sag das halt noch öfter. Das macht's nicht besser. Also, ist weiß einfach mal ab. Haben die keine Augen oder so? Nee, komisch, stimmt. Haben die keine Augen? Guck mal, ob die kleben. Nein, hast du mal geguckt, ob, wenn die weich sind, ob diese Saugnäpfe noch halten? Achso, das weiß ich nicht. Die waren ja gefroren, als ich sie gebraten habe. Oh. Das kleine Baby. Alter, das macht's nicht besser. Babytöter, Babytöter, Babytöter. Aber kann man es überhaupt kauen? Das ist doch eh so ein. Aber der hohle Kopf. Der Kopf ist. Warum ist das scharf? Ne? Das weiß ich nicht. Ja? Die waren mariniert. Die waren schon scharf, leicht süßlich, schmeckt ein bisschen nach Fisch. Ich werde es mit ihm nehmen. Aber der Kopf ist hohl, ne? Weil ich habe die so angefasst. Ja, da ist nichts drin im Kopf. Hab ich ausgehöhlt worden. Ja. Kann man nicht essen. Egal wie sie schmecken. Aber das Ding ist, die schmecken auch nicht so nach Fisch, sondern so. So keine Ahnung, kann man nicht. Das sind so Tiere, die isst man einfach nicht. Das ist genauso wie man Katz oder Eulen essen würde oder Vögel oder so. Ja, die kann man auch nicht essen. Das finde ich auch. Okay, wer warum will meine Zunge brennt? Kann man allergisch gegen die Dinger sein? Nein, wer will Mystery Pack haben? Ja, genau. Jetzt weiß wer. Keine. Boah, Chrissy grinst schon, weil ich die Hände abgesprochen habe. Chrissy überlegt schon, was drin ist. Ja, mich. Drei. Ich könnte wetten, dass ich das finde. Zwei. Eins und Zettel hoch! Warum? Okay, jetzt mach Schere. Mach Schere, ich hab Papier. Wollen wir erst aufmachen, Baby? Das gucken wir. Okay, erst aufmachen, gucken, wie wichtig es ist zu gewinnen. Fürst Dramigant, erst ist nicht. Das können wir beide nicht essen. Das ist ja Fürst Dramigfisch. Nein. Was hast du in diesem Video gekauft? Nein, wenn ich das verliere, ich schrei richtig rum, ne? Ich schrei richtig rum. So, ich richtig. Nein, ich habe richtig Angst davor. Ich mach nein, schon kann das nicht. Ich mach Schere, schon Papier. Ja, mach Schere, bist du? Bis drei. Ich hab dich bitte bis drei, okay? Mir ist egal, mach okay. Bei drei, okay, bis drei. Das ist ein ziemlich gutes Game. Ich hab Angst. Okay. Mach. Aber wir brauchen mal einen. Warte, 1-0, Ash. Weiterspielen. Oh, 1-1-1. Du hast immer bis 1 machen sollen. Okay, nochmal. Ich muss jetzt back-to-back gewinnen. Ja, reicht. Ich hab Angst um euch beide. Riechst du schon was? Guck mal, die sind sogar schon verpackt. Ja gut, das ist eingeschweißt. Letzte Runde, letzter Punkt. Da sind sogar zwei drin. Einer du, einer ich. Ja, genau. Das, komm, aber so schlimm kann das doch gar nicht sein, oder? Mit dem Fisch. Das tut mir leid, aber irgendwie auch nicht. Das hier, wer von euch kennt diesen Ekelfisch? So Ash. Oh, das tut mir echt leid. Aber es kann nicht schlimmer sein als Durian. Dosenöffner. Also kein Scherz, ich habe gerade wirklich ein bisschen Mitleid mit Ash. Wo ist der Deckel nicht? Ich habe den damals, wie hieß immer diese Hörspiel, die ich gerade gehört habe? Drei Fragezeichen? Nee. Mit so Fußball. Ach so, Das ist schlimmer, Leute. Das ist schlimmer als du, Jan. Ich schwör's euch jetzt das nicht. Ich schwör's euch jetzt das nicht. Nee, wir müssen das draußen machen, bitte. Draußen. Nein. Ich riech nichts. Lass mich noch vor. Ich fand's im Strahl als erstes nicht. Ich riech nichts, hä? Nein. Das riecht als ob hier. Das ist schlimmer. Warte, ich will einmal nochmal richtig dran riechen, okay? Als hätte ihr alles vollgekackt. Das kann ich. Ganze Wunde vollgeschissen. Ja, ich kann das nicht. Ich schwör's, ich kann das nicht. Mama heul doch! Ich kann das nicht essen, ich spucke jetzt schon. Oh, jetzt stinkt diese Rasse! Oh nein, schnell, kannst du mir den Lappen geben? Lappen! Oh. Nee, Leute, das geht nicht. Ja.
Das ist das Schlimmste, was ich je gerochen habe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Digga. Ich kann nicht mehr atmen. Das ist... Ich glaube, ich muss kotzen. Alter. Das Ding ist, ich laufe die ganze Zeit so hier rum und es riecht trotzdem danach. Wie kannst du da sitzen? Der Wind trägt das nach. Ulasche her. Wer ist da hinten? Achso, du bist da hinten. Da kann ich mal mehr in die Küche gehen, da riecht es nach Durian. Junge, schlimm. Die schlimmsten. Was? Ich brauche eine. Wo meine Hände stinken! Ich probiere für dich. Junge, der arme Biomüll. Du musst nicht. Was? Na, er doch. Der kann das nicht. Was? Guck mal, die Fliege macht schon Auge. Guck mal, die Fliege, die gönnt sich. Oh, Leute. Oh, warte mal. Aber warte mal, vielleicht. Guck mal, der ist doch schlecht. Guck mal, er riecht so. Aber der ist immer schlecht. Ja, Leo, komm. Sogar Leo geht weg. Guck mal, sogar Leo geht weg. Das kannst du gar nicht erzählen. Das ist doch einfach. Er ist vergammelt, kriegt eine Fischvergiftung. Gucke. Nein. Guckst du, er gehört da so. Was hast du dafür ausgegeben? Für beide Dosen 26 Euro. Heilige Scheiße. Die Delikatesse. Das ist alles andere als. Echt? Aber wie kann das denn angehen? Ach, Digga. Das wie da? Das? Wir müssen diese Dose nachher in das öffentliche Mülleimer schmeißen, nicht hier zu Hause. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der Kollege da hinten ist auch komplett fertig mit seinem Leben. Ash, wie geht's dir? Aber warte, Fisch. Christi guckt auch sehr begeistert. Cool, Papa. Ja, okay. Cool, Papa. Ist ein hartes Leben. So, jetzt. Hier drin, ihr riecht dann Durian. Alter, wie viel Seuchtkäfig war es die ganze Nachbarschaft? Jojo. Jo. Wir brauchen ganz dringend deine Hilfe. Komm mal kurz. Komm, wenn ich kurz. Kein Scherz, komm bitte. Wir haben nicht gepupst oder so. Und wir haben auch nicht die Hose. Mach die Tür zu, bitte, Tür zu. Riechst du? Ich riech doch schon. Was ist das? Komm mit. Was ist das? Komm mit. Das ist Essen. Was ist das? Auf der Terrasse. Auf der Terrasse liegt das. Das ist Fisch, den ich hier gekauft habe. Das ist Surströmming? Ja. Oh, alter Schwede. Hast du Bock auf ein bisschen Fisch, Delikatesse? Nee. Das kannst du essen. Ich schwöre es jetzt, kann ich essen. Das Ding ist mein... Dafür. Riech mal dran. Nee, ich riech das hier überall schon. Ich dachte, man kann den essen. Ja, wer hat das gegessen? Noch niemand. Papa, ich esse das nicht. Ich kann das nicht. Also Ash muss offiziell das auf jeden Fall essen. Ja, er hat gezogen. Ja, wie gesagt, probier ich. Lass das so hart löffeln. Krasse Strahl. Ja, das für meine Hände. Christi, als ob ich in die Scheiße gefasst habe. Ernsthaft, das ist die Scheiße. Scheiße. Warum verkauft man sowas? Also warum gibt's das? Ich habe für zwei Dosen 26 Euro bezahlt. Das ist hart. 26 Mama. Euro für zwei Dosen. Ist das nicht sogar... Das, ich habe damals eine Hör-Dings selber gehört. Oh. Und die hatten... Nur einmal reingestochen und wollte... Und dann kam der Geruch raus. Die sind alle rausgerannt. Das ist hart. Ich hab ja schon mal von gehört von dem Zeug. Das ja. Ding ich ist auch, aber das ist so schlimm, das hätte ich nicht gedacht. Ich muss weitermachen. Tschüss. Ich hab. Traum mich da nicht abzubeißen. Boah. Ich bekomme nachher eine Vergiftung. Ash, komm. Was? Guck mal, die Fliegen kommen schon hier drauf. Boah, Junge, ich will gar nicht so rum. Aber wenn man da dran ist, ist es nicht schlimm. Vielleicht ist das Wasser das Schlimme. Ich will mal kurz gucken, ob das, aber guck mal, das ist das ein eingelegter Fisch, oder? Ja.
Das ist wirklich so ein Russenfisch, wie so ein Russenfisch ist. Also zum Glück könnt ihr gerade das Video nicht riechen. Oh, der stinkt wirklich so doll. Oh mein Gott. Okay, Mama hat einen Stück im Mund. Mama hat einen Stück gegessen. Was sagst du? Leute, das ist... Schmeckt der noch schlimmer, als er riecht? Also, nein. Er riecht extrem schlimmer, als er schmeckt. Ah, komm! Das ist ein salziger wie Matthias. Kommentiert mal jetzt eine Bestrafung für Ash, weil er nicht durchgezogen hat. Doch alles. Was? Ich würde wirklich alles machen, glaube ich. Auch einen ganzen Fisch essen? Ja. Nee. Kommentiert mal Sachen. Alles machen. Ich würde, glaube ich, zu Fuß nach Amerika laufen. Ich würde lieber jetzt, ich würde lieber das restliche Jahr nur noch Gemüse essen, anstatt das. Einen Tag lang. Alter, ist das schlimm. Nächste Runde. Ja, genau. Ja, ich hol. Eins. Wieso? Echt? Wieso? Marie? Marie. Du hast eine Marie. Wer hast du genommen? Ja, Christi. Also sag ehrlich, es ist ein bisschen unfair, weil Mama gerade trotzdem sich den Fisch gegönnt hat. Ich habe mich geopfert für dich, also musst du dich jetzt für mich opfern. Das sind irgendwelche bitteren Bohnen oder so. Nein. Bitter Melone. Ich esse Bitter Melone. Ja? Ja. Warum denn du auf einmal? Nein. Weil ich noch gar nichts gegessen habe, außer Nudeln. Nichts stimmt, nichts stinkt mir jetzt im Gegensatz. Das läuft raus. Das riecht nach... Kann man das essen? Warum heißen die Melone? Keine Ahnung. Das ist aber eher Paprika. Guck mal, der kommt hier raus. Nein, hier ist echt komisch. Muss man die irgendwie machen? Ja, Digga, ich sag, ich weiß nicht, was kommt. Was sind das für Menschen? Wer kauft das? Ich meine, das kommt ja auf Ernst. Das ist, aber es riecht nicht gut. Das riecht nach. Warum heißt das nicht? Kann man das essen? Das ist doch einfach eine Paprika. Darf man das aber essen? Ja, wieder, klar, wieder sonst. Also Bittermelone. Hat das schon einer gegessen? Das stinkt. Ja, aber merkst nicht so schlimm. Nein, nein, nicht so schlimm, aber es ist wie unangenehm. Der Fisch. Ich weiß gar nicht, wie kann das nicht abbeißen? Kann man nicht? Das hört sich so. Was denn? Es riecht auch nicht gut. Nee, ekelhaft, oder? Was sagst du? Schmeckt wie Gurke. Schmeckt nach nichts, außer bitter. Ich hab Angst. Ja, ich hab auch Angst. Aber weißt du, nach dem schlimmen Fisch kann das schon gar nicht so schlimm sein. Ja, voll lustig, aber. Und Zettel hoch! Ash, guck nicht! Was hast du? Na, merkst, ne? Er will mich am Boden sehen und er. Also. Das ist krank. Weißt du, also. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Das ist das. Mach dein Ding. Soll ich jetzt sagen oder lieber nicht sagen? Das riecht nach einem Kamel. Nein, das ist, also es ist ein Organ von einem Schwein. Was? Irgendwie wird mir das schlecht. Organ, das Wirbelsäule. Ne, also wie du? Ist das Fuß? Dickdarm. Ist da die Kacke drin? Alter, wo hast du das ausgegraben? Was hast du denn im Laden? Bei den Chinesen heute in der Gefriertruhe. Die essen alles. Du hättest auch einen Hund finden können, den ganzen so. Nee, hab ich nicht. Also ich hab echt geguckt, was die noch so alles haben. Aber... Nee, die haben alles da. Du kannst doch da theoretisch gleich mit der Katze ankommen hier und die Grabbelkäse. Max, du musst es nicht essen. Gib her. Das ist krank. Nur mal vielleicht einmal abbeißen, wenn das dann wieder rausspringt. Was für abbeißen? Ich weiß nicht, ob das weich ist, ob das hart ist. Ja, das weiß ich auch. Ich habe es gut angebraten und es war einfach so ein bisschen, mit so eine Kruste habe ich angebraten. Also eigentlich war das so, aber es stank überall. Ne? Soll ich nochmal kurz? Ich glaube, nach dem Video, ich brauche irgendeine Entgiftung oder so. So, das sieht so aus. Das riecht verdammt eklig nach Bauernhof. Puh, das stinkt. Letztes Mal hatten wir auch irgendwas vom Schwein. Irgendwie einen Magen oder so. Ja, und das stank auch wie die Pest. Kauft sowas? Ja, die Chinesen. Scheinbar. Will jemand riechen? Das stinkt. Ash, du hast gesagt, du riechst nichts. Riech mal. Let's go. Guck, hier stand übrigens, das Türstring hat nur intensiven Geruch. Das war nicht intensiv. Also der Fisch an sich hat nicht so extrem geschmeckt wie gestunken. Und? Schmeckt aus. Warum ist das Gummi? Ja, weil es Darm ist, ne? Max. Also ich sag keinen Scherz, am Anfang schmeckt es so ein bisschen nach Hühnchen. Echt? Ja, okay. Mach mal einen Deckel drauf jetzt. Und ich glaube, wir sind fertig jetzt, oder? Obwohl ich noch ein paar Sachen hätte. Kann man vergleichen? Ja. Absolut. Willst du mal probieren? Ja, okay. Geht mal in die Richtung. Ich fühle mich, oh, ich muss Zähne putzen, ganz dringend. Ja, ich habe auch schon. Das war ein sehr krankes Video. Ich finde ich auch. Oh mein. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir alle Bauchschmerzen.